In diesem Video zeige ich dir einmal ein paar schnelle Atemübungen für zwischendurch, die du einfach während dem Spielen, während du übst, mal zwischendurch einfließen lassen kannst, sodass du vielleicht nicht mehr so ganz von deiner Tagesform abhängig bist. Also sei gespannt und mach einfach mal mit. Hallo bei Online-Klarinette lernen mit Praxistipps rund um die Klarinette. Mein Name ist Verena Schoknecht und jetzt möchte ich dir mal ein paar Atemübungen zeigen, die du ganz schnell zwischendurch mal einfließen lassen kannst. Am besten mach doch einfach mal den Test. Du spielst eine Tonleiter oder was du eben gerade am Üben bist, ganz egal was es ist, Etüde, Tonleiter. Ich mache es jetzt mal an einer Tonleiter vor, um es einfach zu zeigen, wie es funktioniert. Du spielst also deinen Text. Ich spiele jetzt einfach mal meine Cino-Tonleiter. Und dann fällt dir vielleicht auf, dass es irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie du es gerne hättest, oder du fühlst dich von deiner Körperverfassung nicht so gut, irgendwie willst du nicht so richtig, dann hängt das meistens an dem Atem. Du musst dir vorstellen, du spielst ein Blasinstrument und das, was klingt, ist deine Atemluft. Nichts Banaleres als deine Atemluft. Aber da können wir ganz viel optimieren. Und wenn es eben nicht so gut funktioniert, wenn du dich nicht so gut fühlst, und das hängt nämlich meistens miteinander zusammen, dann ist das zu, weiß nicht, 95% die Atmung, was das Problem darstellt. Die Atmung, so viel noch zur Theorie, ist ein Teil des Kreislaufs. Und wenn du irgendwie müde bist, abgeschafft, dich einfach nicht so gut fühlst, dann ist dementsprechend auch die Atmung ein bisschen flacher. Und das hört man sofort, wenn du eben Klarinette spielst. Aber die gute Nachricht, du kannst relativ schnell Abhilfe schaffen mit ein paar ganz kleinen Übungen. Also, du hast eben gerade deine Tonleiter gespielt oder das, was du eben übst. Und dann mach einfach mal, stell mal kurz das Instrument weg. Lass deine Arme fallen, also alles ganz locker stehst du da. Und dann ziehst du einfach mal beim Einatmen, während du einatmest und am besten durch die Nase, die Schultern hoch und auf F lässt du sie wieder mit Karacho fallen. Ich mache es nochmal vor. Und das machst du so, weiß nicht, fünfmal vielleicht. Ja? Also machen es gemeinsam. Einatmen, Schultern hochziehen. Und auf F fallen lassen. Und nochmal. Hochziehen und fallen lassen. Und nochmal. Und ein letztes Mal. Dann wirst du schon merken, dass du wahrscheinlich hier im Nackenbereich ein bisschen freier geworden bist. Du nimmst dein Instrument wieder und spielst einfach das gleiche nochmal und spürst mal nach, was jetzt passiert ist. Also ich fühle mich jetzt ein bisschen freier, ich fühle mich ein bisschen wacher und ja, das Spielen geht ein bisschen leichter. Vielleicht geht es dir genauso nach dieser Übung. Was du noch machen kannst, eine weitere Atemübung, so mal für zwischendurch, das ist vor allem dann gut und sinnvoll, wenn du merkst, es ist irgendeine bestimmte Stelle im Körper, die irgendwie verspannt ist, wo du dich nicht frei fühlst. Bei den meisten ist es eben tatsächlich der Nackenbereich, Schultergürtel, weil wir einfach dazu geneigt sind, nicht nur beim Klarinette spielen, sondern auch überhaupt in unserem Alltag Arbeit vor dem Körper zu verrichten. Und was passiert? Wir nehmen die Schultern nach vorne, dieser Schultergürtel, sag ich mal, oder Schlüsselbein muss man eigentlich sagen, Schlüsselbeinbereich, vorderer Brustkorb, das zieht sich alles ein bisschen zusammen. Die Muskulatur verkürzt sich und irgendwann gewöhnen wir uns daran, vermeintlich, es ist irgendwie die normale Haltung, dabei wäre die normale Haltung, dass wir die Schultern schön nach hinten frei haben. Das und das kannst du mal nochmal nachspüren. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte aus der Alexander-Technik entnommen. Also es ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ist, dass du mal nachspürst, wo ist denn eigentlich der Dreh- und Angelpunkt des Kopfes? Wo sitzt denn eigentlich der Kopf auf der Wirbelsäule auf? Die meisten würden da wahrscheinlich einen Punkt hinten im Nacken nennen. Ist aber nicht so wirklich richtig. Vielleicht guckt ihr einfach mal tatsächlich ein Skelett an, wie das Ganze aufgebaut ist. Sucht den Punkt lieber zwischen den Ohren, hinter der Nase. Da ist der Schädel aufgesetzt. Und wenn du diesen Punkt erspüren kannst
und den Kopf in Anführungszeichen richtig aufsetzt, wirst du sofort eine Erleichterung im Nackenbereich feststellen. Jetzt ist es natürlich nicht möglich und auch nicht das Ziel, immer wieder diese Ausrichtung und diese starr zu halten. Das bringt auch wieder nichts. Also wir müssen eine gewisse Flexibilität haben, aber immer mal wieder auf diesen Punkt uns fokussieren, damit wir eben nicht die Schultern nach vorne fallen lassen, sondern wieder aufsetzen. So, noch zur Atemübung, weil es geht jetzt hier um Atemübung. Was kannst du machen, wenn du eben so eine Verspannung festgestellt hast? Also zum Beispiel hier im Schulterbereich, ja, und es ist vielleicht auch nur einseitig, es ist nur die linke Schulter. Ja, die linke Schulter ist übrigens bei uns auch deshalb vielleicht etwas verspannter oder auch der Nackenbereich auf der linken Seite, weil wir den linken Arm höher halten als den rechten. Wenn es bei dir rechts ist, dann kann es daran liegen, dass dir das Gewicht irgendwie zu schaffen macht. Ja, also jeder hat da so seine Problemzonen. So, was das Atmen angeht, du kannst genau in diese Stelle hineinatmen. Und das erfolgt immer dann, wenn du da eine Dehnung erzeugst. Also wenn du zum Beispiel, ja, nehmen wir einfach mal den Arm nach oben. Ja, dann hast du hier geöffnet. Hier bauen wir eine Dehnung oder erzeugen wir eine Dehnung, indem wir den Arm einfach mal nach oben nehmen. Und gleichzeitig können wir hier reinatmen. Ja, beim Ausatmen den Arm wieder runter. Wir atmen wieder rein, wenn du in die Dehnung gehst. Dann spürst du das genau hier schön. Und beim Ausatmen wieder den Arm senken. Du kannst auch den Arm oben lassen und ein paar Mal reinatmen, ein- und ausatmen. Dann wirst du es noch, ja, vielleicht noch intensiver spüren. Das kann man mal machen. Wir nehmen den linken Arm nach oben beim Einatmen. Vielleicht auch ein bisschen nach hinten, damit du die Dehnung gut spürst hier. Und kannst ein paar Mal hineinatmen. Und wenn du das gut gespürt hast, atmest du nochmal rein. Und beim Ausatmen nimmst du den Arm wieder runter. Wie gesagt, wenn es bei dir auf der rechten Seite ist, dann machst du das rechts. Und so kannst du einfach mal ausprobieren, wie du genau diese Stelle, die irgendwie verspannt ist, wie du da eine Dehnung erzeugst und während dem Einatmen in diese Dehnung gehst. Und schon entspannt sich das Ganze. Und dann spielst du wieder das, was du gerade sowieso übst. Ich spiele wieder die C-Dur-Tonleiter. Und es fühlt sich wirklich anders an. Die linke Seite ist jetzt viel freier, viel von meinem Gefühl her viel weiter, als hätte ich viel mehr Offenheit im Körper. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Mach es einfach mal selbst und dann wirst du auch ja, ein neues Gefühl feststellen im Vergleich zu rechts. Also ich würde es jetzt persönlich gerne noch rechts machen, damit ich hier auch diese Freiheit im Körper spüre. Ja, ich hoffe, dieser Tipp hat dir geholfen. Natürlich geht das mit allen Körperregionen. Und achte immer dabei darauf, dass deine Knie nicht durchgedrückt sind, sondern dass du immer einen gesunden Stand hast mit deinem Körpergewicht auf dem Boden abgegeben. Also es klingt vielleicht so banal oder so unwichtig, aber nein, es ist wirklich sehr wichtig, auch gerade wenn du hohe Töne spielst, dieses Fundament, dieser Anker am Boden, dieses Gewicht abgeben können. Und das geht einfach nur, wenn wir die Knie nicht durchstrecken, sondern einfach ein bisschen, ja, gelöst haben, locker dastehen. Und das nächste ist der untere Rücken. Das ist ja auch so ein Problem, so eine Problemzone bei vielen. Und wir neigen dazu, wenn wir eben stehend Klarinette spielen, ins Hohlkreuz zu gehen. Also dass wir so leicht einknicken. Das ist auch nicht so richtig gut, wirst du dir schon gedacht haben. Auch da kannst du hineinatmen mit dieser Übung. Ja, dann stellst du eben wieder die Klarinette ab, zur Seite. Und lässt dich einfach mal während dem Einatmen, wenn du genüsslich einatmest, nach vorne unten fallen. Ich mache es einmal vor, ich lasse mich fallen, während ich einatme. Auch hier sind die Knie nicht durchgestreckt. Also es geht jetzt, ich komme nochmal hoch, es geht nicht darum, jetzt die Beinmuskulatur hinten zu dehnen, rückseitig. Das ist eine andere Übung. Ja, wenn es heißt, man muss auf den Boden kommen mit den Händen oder so, und das wäre super. Ja, ist vielleicht super, aber das ist nicht die Übung. Sondern die Knie sind gelöst. Du kannst sogar ein bisschen dich noch in den Knien noch weiter lösen,
Du kannst auch so ja, in Richtung Hocke gehen, sage ich mal, weil wir wollen den unteren Rücken, da wollen wir eine Dehnung erzeugen und das funktioniert nicht, wenn wir die Knie durchstrecken. Dann ist die Dehnung nämlich weiter nach unten verlagert, Rückseite der Beine. Also beim Einatmen nach vorne unten fallen lassen und auch da kannst du mal ein bisschen verharren. Du kannst eben mit den Knien ein bisschen spielen, damit du genau die Dehnstelle findest, da wo deine Schmerzen sind. Oder deine Verspannung, sag ich mal. Und dann atmest du ein paar Mal hinein. Und wenn es sich dann soweit gut anfühlt, dann gehst du Wirbel für Wirbel beim Ausatmen auf S wieder nach oben. Lass dir dabei ruhig Zeit. Ja, also versuch da ein Gefühl zu finden, dass die Atmung mit den Körperwänden verbunden ist und dass nicht die Atmung abstrahiert von dem Körper gedacht ist oder gefühlt wird. Dann ist diese Übung nur, ich sag mal, ein Viertel so intensiv. Also wenn du es schaffst, die Atmung und die Körperwände miteinander zu verbinden bei dieser Übung. Und das kann sein, dass du dann 7 Atemzüge brauchst, um dich wieder aufzurichten. Dann ist umso besser, dann ist der Effekt viel größer. Und du bekommst so deine Schwachstellen in den Griff und bist immer frisch, weil die Atmung ja natürlich auch den Geist erfrischt und wir dann irgendwie uns besser konzentrieren können und so weiter. Ja, das sind so ein paar Übungen zwischendurch. Also ich wiederhole nochmal. Das eine war eben die Schultern hochziehen und auf F wieder ausatmen, die Schultern fallen lassen. Das geht ganz schnell, ratzfatz zwischendurch und du hast schon einen Effekt. Und das andere ist eben, dass du in die Dehnung hineinatmest, da wo es gerade akut ist. Ja. Du kannst natürlich auch die Klarinette noch als Gewicht mit dazu nehmen, egal was du für eine Dehnübung und so weiter machst. Ja, dann hast du noch mal ein bisschen Gewicht dabei, erhöht das Ganze, aber für den Anfang würde ich das erstmal ohne Klarinette machen. Ja, also probier es aus. Ich hoffe, dass ich dir damit so ein bisschen was an die Hand geben konnte, was du schnell zwischendurch machen kannst, damit du eben vielleicht nicht so sehr von der Tagesform beeinträchtigt bist. Und wenn dich noch weitere Atemübungen interessieren, dann schau doch einfach mal in diese Videos hinein. Da habe ich noch ein bisschen weitere Videos dazu eben gedreht, weitere Inhalte dazu gezeigt. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao.